Die Kontakte, die einem beruflich helfen, als Vitamin B zu bezeichnen, ist eins der schönsten Wortspiele aus diesem Bereich, finde ich. So sind die echten B-Vitamine doch unter anderem für unsere Denkfähigkeit und Problemlösungskompetenz zuständig. Also für die Skills, die wir bei der Arbeit brauchen und die uns zum Erfolg bringen. Und das redensartliche Vitamin B, die Beziehungen? Nun, die sind statistisch für rund 40% aller Stellenbesetzungen zuständig. Also ganz sicher nicht zu unterschätzen. Kontakte knüpfen, Menschen weiterempfehlen, im richtigen Moment an die passende Person denken, ausgehen, Veranstaltungen besuchen, sichtbar sein, sich organisieren. Also Netzwerken, dieser Begriff fällt hier oft. Neudeutsch, Networking. Und apropos Neudeutsch, im britischen Englisch gibt es für das Vitamin B die Entsprechung des Old Boy Network, also den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung zwischen Männern, die gemeinsam teure Eliteschulen und Universitäten besucht haben. Aber das klingt doch nun wirklich viel zu verstaubt und unlustig.